Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen YouTube hier zu einem neuen Video, wie ihr das kurz online mit Ulfgar. In diesem kurzen Guide stelle ich euch ein schweres Rüstungssetup vor, mit dem ihr sowohl im PvP als auch im PvE relativ gut mithalten könnt. Wie ihr bereits sehen könnt, werdet ihr mit diesem Setup eine Magieresistenz von 2000 ungefähr und eine Rüstung von ungefähr 2400 erreichen. Dabei handelt es sich allerdings nur um Standardwerte, das heißt, die sind so fest, wie sie jetzt sind, sofern eure Rüstung bei 100% liegt und beinhält noch nicht die ganzen Skills, die ihr dann entsprechend im Kampf noch anwenden werdet. Dann fangen wir doch am besten mal mit den Rüstungssets an. Zum einen werdet ihr ein komplettes Set des Todeswindes benötigen, das heißt 5 Teile von diesem Todeswindes-Set, 5 Teile vom Set des Unangreifbaren und jeweils 2 Teile vom Set Weißplank. Ihr erreicht das komplette Set des Unangreifbaren, indem ihr zum Beispiel 2 Rüstungsteile mit 3 Schmuckstücken kombiniert. Im Grunde genommen ist das eure einzige Möglichkeit, weil es vom Todeswind keine Schmuckstücke gibt. Die des Unangreifbaren solltet ihr allerdings benutzen, denn wie ihr seht, ihr bekommt nicht nur erhöhten Heilbonus, das heißt, ihr werdet mehr geheilt. Eure Lebensenergie, wollte ich gerade sagen, also euer maximales Leben wird erhöht. Und der 5er-Bonus wird euch beim Blocken zusätzliche 345 Rüstung und Zauberwiderstand bieten. Mit dem kompletten Set des Todeswindes werdet ihr nicht nur eure Rüstung, sondern auch euer Leben erhöhen können und zusätzlich den 5er-Bonus erhalten, bei dem ihr nicht nur die Chance, sondern die hundertprozentige Sicherheit habt, dass sobald euch ein Feind bzw. eine Feindgruppe unter 35% Leben schlägt, sie zurückgeschlagen werden und dann 4 Sekunden lang betäubt werden. Des Weiteren, das Weißplanke-Schild, das wird euch nochmal euer maximales Leben erhöhen. Das wird dann entsprechend auf die Tankskillung hinzugerechnet, weil je mehr Leben ihr habt, desto länger könnt ihr natürlich leben. Ich habe das Ganze dann noch mit dem Bogen kombiniert. Das heißt, in der zweiten Skillleiste werden dann einfach die Bogenskills sein, die in den anderen Skillungen und den Setups, die ich davor schon erklärt habe, zu sehen sind. Das heißt, da gibt es nichts Besonderes. Das werde ich jetzt nicht nochmal grundlegend erklären. Wenn ihr meine Kombination direkt übernehmen wollt, dann sucht euch am besten die Hose und das Kopfteil vom Set des Unangreifbaren, 2 Ringe und ein Amulett vom Unangreifbaren. Und da könnt ihr natürlich darauf achten, dass das möglichst Stufe 12 ist. Ich weiß gar nicht, ob es das Stufe 12 gibt. Ich habe jetzt hier zumindest größtenteils vom Veteranenrang 10 die Teile und eins von Veteranenrang 9. Die bringen euch natürlich minimal mehr Boni, wenn ihr die auf 12 bzw. auf 14 hochlevelt bzw. euch dann sucht. Aber das ist jetzt hier in dem Moment nicht so wichtig. Und dann kombiniert ihr das einfach mit Schulter, Hände, Brust, Gürtel und Stiefel vom Todeswind und dann entsprechend Schild und Schwert vom Weißplanke-Set. Ihr habt natürlich Glück, wenn ihr das Unangreifbare nehmt, dass da die Resistenz auf kritische Treffer drauf ist. Das ist sehr nützlich im PvP und ihr werdet euch dann, wenn ihr das Todeswind herstellt, dann entsprechend auch die Resistenz gegen kritische Treffer nehmen. Dadurch verhindert ihr nämlich, dass ihr unerwartet ziemlich viel Schaden kriegt, wenn ihr gerade zum Beispiel nicht blocken könnt oder generell einfach, das ist der Trait, also die Eigenschaft fürs PvP schlechthin. Und die hilft euch natürlich auch im PvE, weil dann kriegt ihr keinen plötzlichen großen Schaden und das entlastet die Heiler einfach. Das gleiche gilt dann auch für den Schild, den ihr euch bauen werdet, den am besten mit undurchdringlich, also Resistenz gegen kritische Treffer. Und beim Schwert sieht es nicht so schlimm aus, da könnt ihr ja entweder nochmal ein bisschen mehr Rüstung und Magieresistenz nehmen oder ihr nehmt Durchschlag, das heißt mehr Rüstung und Magie Durchschlag. Da macht ihr halt ein bisschen mehr Schaden, was jetzt hier beim Tank natürlich marginal ist. Den Schaden werden dann andere machen. So, generell kann ich euch folgende Skills empfehlen. Das ist dann zum einen der Durchschlag, den findet ihr bei Waffenhand und Schild, das ist gleich der erste. Damit macht ihr zum einen Schaden und verringert die Magieresistenz und die Rüstung eures Feindes 12 Sekunden lang um ungefähr 43%. Das wird dann also natürlich noch erhöht, falls ihr das noch nicht geskillt habt. Da erreicht ihr dann halt auf dem maximalen 43%. Dann solltet ihr die dunklen Krallen oder die brennenden Krallen nehmen, je nachdem was ihr geskillt habt. Hauptsache ihr nehmt die Krallen hier, dass wenn ihr dann nämlich reinstürmt in die Gegnergruppe, ihr zusätzlich Schaden anzufügen könnt und die auf der Position festpinnen könnt. So, da habe ich schon verraten, ein weiterer Skill sollte das Anstürmen sein, beziehungsweise Invasion. Ich empfehle euch das auf Invasion zu skillen, weil je weiter die Distanz dann ist, die ihr zum Anstürmen braucht, desto länger ist der Gegner gestunt. Wenn er dann durch irgendeinen Zufall halt gerade keine Ausdauer hat oder nicht wieder hochkommt, weil das Stun Break gerade wieder nicht funktioniert,
bietet sich das an. Dann solltet ihr am besten noch die defensive Haltung nehmen. Ach, da ist es ja auch gleich drin. Dadurch könnt ihr nämlich, wenn ihr das auf defensiven Stand skillt, ein Zauberprojektil zu 100% reflektieren. Das bedeutet, wenn ihr das aktiviert, habt ihr in der Zeit, in der das wirkt, 30 Sekunden lang, die Chance, das erste Projektil, das ankommt, das Zauberprojektil zu 100% zu reflektieren. Ansonsten natürlich das grüne Drachenblut. Das empfehle ich jetzt hier in dem Moment, weil die Ausdauerregeneration dann noch erhöht wird. Die werdet ihr nämlich brauchen zum Blocken. Und wenn ihr es nämlich schafft, gerade mal irgendwie nicht auf die Fresse zu kriegen, könnt ihr diesen Skill benutzen, um eure Ausdauer wieder zu erhöhen. Dadurch spart ihr dann entsprechend ein paar Heiltränke. Generell für große Gruppen kann ich empfehlen, die Drachenstandarte zu nehmen. Das ist dann das Generelle, was der Drachenritter nimmt. Er stürmt rein, pinnt mit den Krallen fest und wirft dann die Standarte hin. Ihr könnt allerdings auch, wo ist es hier genau, Abheben nehmen. Wenn ihr zum Beispiel gerade eine Burg einnehmt oder eine Burg verteidigt, könnt ihr eine Gegnergruppe von der Mauer runterstoßen. Der Skill hat hier den Vorteil, dass er nur 135 Ultimate benötigt. Das heißt, der ist auch relativ schnell wieder hochgeladen und den könnt ihr dann relativ schnell wieder benutzen. Den könnt ihr sehr gut benutzen, zum Beispiel, wenn ihr von unten hochspringen wollt und wenn ihr schon oben seid und das jetzt nicht unbedingt haben wollt, kann ich euch noch die Sternschnuppe empfehlen. Das ist das Ultimate vom Magierbaum. Der stößt die Gegner auch zurück, macht zusätzlich Flammenschaden, nicht nur auf einen, sondern auch auf die drumherum sind. Und weil es Flammenschaden ist, wirkt es sehr gut gegen Vampire. Ich habe es da zum Beispiel geschafft, einen Vampir für 2000 zu kritten und er war dann entsprechend auch sofort tot. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, was ist denn mit den reflektierenden Schuppen, die der Drachenritter noch hat? Das ist eine gute Frage, haha. Das könnt ihr dann zum Beispiel in der zweiten Skillung benutzen, wie jetzt hier bei mir. Das benutze ich dann nämlich, während ich Schaden mache, in Anführungszeichen. Das geht ja als Tank mit schwerer Rüstung nicht so gut, weil euer Magicka dann in der Skillung entsprechend nicht so wichtig ist. Und das heißt, ihr könnt nicht nur Dinge reflektieren, ihr habt sogar dann noch die Möglichkeit, die Magieresistenz zu erhöhen. Das heißt, wenn ihr gegen eine Magier oder sowas kämpft, werdet ihr die besser bekämpfen können. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Abheben bzw. das Abheben nicht zu benehmen und die Drachenritterstandarte halt auf der Einhand- und Schild-Skillung zu belassen und bei dieser Skillung hier die Sternschnuppe dann reinzunehmen, sodass ihr dann beide Boni habt, weil der Waffenschaden an sich ist mit schwerer Rüstung generell relativ niedrig. Also ich weiß nicht genau, ob es das was bringt, wenn ihr jetzt hier die 13% vom marklosen Dämmerbrecher nehmt. Das ist das Ultimate vom Drachenritter, nicht vom Drachenritter, von der Kriegergilde. Die kann ich empfehlen, wenn ihr Leder tragt. Wenn ihr kein Leder tragt, könnt ihr dadurch das hier die Sternschnuppe nehmen. Weil wenn ihr nämlich unten seid und ihr kommt nicht hoch, könnt ihr die Sternschnuppe nach oben wirken und die Gegner vielleicht doch trotzdem von der Mauer runterstoßen. Das heißt dann, ihr könnt die Gegnergruppe dort oben aufmischen und ihr habt den Vorteil, wenn ihr das auf Sternschnuppe geskillt habt, dass ihr pro getroffenen Feind nochmal 11 Ultimate zurückbekommt. Und wenn dann oben eine ganze Gegnergruppe dasteht, bekommt ihr dann teilweise sogar 100 wieder zurück und dann ist das Teil schon wieder zu 50% aufgeladen. Nicht ganz, aber ungefähr. So, und im Grunde genommen war es das jetzt eigentlich schon. Wenn ihr dann jetzt alle Rüstungsteile so auslegt, wie ich es habe, erreicht ihr eigentlich eine relativ gute Tankskillung im PvP und auch im PvE. Und weil ich schon ein Video zum PvP gemacht habe, werde ich das jetzt hier einfach nur die ganze Zeit verlinken, und also hier unten rechts oder so. Und entsprechend jetzt noch ein paar PvE-Videos hinten ransetzen. Die werde ich jetzt allerdings nicht kommentieren, sodass ich jetzt einfach sage, ich hoffe, dieser Guide hat euch ein bisschen geholfen und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, macht's gut, tschö!